Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Learn. In diesem Video geht es um eine Zuschauerfrage und da möchte ich direkt mal Danke sagen, dass ihr mich auch so fleißig anschreibt und Sachen fragt und so. Und in dieser Frage ging es darum, wie ich Inhalte aus Variablen in der Visualisierung anzeigen lassen kann. Und das will ich mal erklären und ich bleibe dabei diesem Beispiel mal meine Garagentor-Steuerung, sag ich mal, mein Garagentor, was sich also hoch und runter fahren lässt. Und ich hatte hier in diesen Execute-Baustein habe ich die Position des Tors von 0 bis 325. Also ganz oben 0, ganz unten 325. Und vielleicht möchte ich ja genau diese Zahl auch hier irgendwie in der Visualisierung ausgeben. Und das will ich euch mal zeigen. Einmal als Zahl und einmal ganz cool dann natürlich als diesen Fortschrittsbalken, diesen Ladebalken, die wir kennen. Ist nämlich auch ganz einfach. Dazu gehe ich hier erstmal wieder auf meine Werkzeuge und nehme mir irgendein Element, in dem ich jetzt diesen Text ausgeben möchte. Ich nehme jetzt einfach mal ein normales Rechteck. So, das zeichne ich hier hin. Das könnt ihr natürlich dann noch konfigurieren, Rahmenwerk, Hintergrundfarbe oder wie auch immer. Und wenn ich jetzt bei diesem Viereck, was ich gezeichnet habe, bei diesem Rechteck, auf die Eigenschaften gehe und hier auf Text klicke, dann seht ihr schon, hier unten steht was. Der Text dieses Elements, der den mit Platzhältern zum Beispiel Prozentzeichen S, das steht dann String ausgeben, Prozentzeichen D, ist, glaube ich, eine Dezimalzahl ausgeben, Prozentzeichen, die Zahl und F ist eine Real ausgeben, also eine Fließkommastelle, der Fließkommazahl. Also man soll hier reinschreiben, erstmal was er ausgeben soll und dann nimmt er das aus dem Wert aus der Textvariablen. Also zusammengefasst, ich muss hier unter Textvariablen, kann ich in Textvariablen doppelklicken, dann gehe ich hier auf diese drei Punkte. Und wähle jetzt zum Beispiel, ich möchte den Wert aus meiner Position Tor auslesen. Upp. Gut, dann steht das da drin. Und jetzt muss ich ihm zusätzlich hier oben im Textfeld noch sagen, was er denn damit machen soll. Und bei mir reicht es, wenn er daraus einen String macht, also einen Text. Also das S steht für String. Achtet bitte darauf, Groß- und Kleinschreibung muss hier beachtet werden. Denn es gibt hier bei diesen Prozentanweisungen so viele, also da könnt ihr mit dem Datum Sachen machen und mit Uhrzeiten Sachen machen, dass Groß- und Kleinschreibung da auch ein Unterschied sein können. Okay, also hier bei Text habe ich jetzt gesagt, bitte nehm aus dieser Variablen, was auch immer da drin steht, raus und zeig mir das als String an, als Text. Das zeige ich euch erstmal. Also wir gehen mal online. Jo, die Simulation soll geladen werden. Play. So, und jetzt seht ihr in dieser Position Tor steht eine 0 momentan und hier oben steht jetzt auch die 0. Und sobald ich mein Tor jetzt runterfahren lasse, zack, ich mache mal so bis zur Hälfte, 95 steht jetzt gerade da drin, steht hier auch die 95 drin. Und wenn ihr andere Variablen hättet mit anderen Inhalten, also Zähler mit Zählwerten oder sowas, das würde genauso funktionieren. Ihr wählt die Variable aus, ich fahre mal ganz runter. Damit ihr seht, dass es auch wirklich passt, dass er hier unten auch anhält. 325. Und ich kann auch wieder hochfahren. Dann zählt er den Wert wieder in die andere Richtung. Also damit könnt ihr quasi den Inhalt eurer Variablen angeben. Als Zahl. So, und das zweite, was ich auch ziemlich cool finde, ich mache nochmal Stopp. Und log mich mal aus. Ist dieser Fortschrittsbalken. Ich muss ganz kurz gucken, wo ist. Unter, ich glaube, allgemeine Steuerelemente. Ich glaube, da bin ich richtig. Jo, Fortschrittsbalken. Den finde ich auch irgendwie ganz cool. Wenn ich den rausgezogen habe, sieht er erstmal so aus. Auch da in den Eigenschaften kann ich jetzt sagen, was er machen soll. Ne? Auch hier kann ich, sagen, also wie die Anzeige ist. Also wann soll er ganz links sein? Bei mir bei 0. Hier, minimaler Wert. Wann soll er ganz rechts sein? Bei mir ja nicht bei 100, sondern ich habe 325 als ganz rechts. Also hier eine 325 rein. Und die Variable ist hier oben versteckt. Woraus soll den Wert nehmen? Doppelklick, drei Punkte aus der Position Tor. Zack. So, da oben einmal Enter gedrückt. Und jetzt hoffen wir mal, dass das so geht, wie ich mir das vorstelle. Wieder einloggen. Einmal die Play-Taste. Jetzt seht ihr, 0 Fortschrittsbalken leer. Und jetzt gehe ich nach unten. Achso, ich habe den oben noch an. Ups. Also das ist der Nachteil, wenn man hier keine Taste hat, sondern Schalter. So, nach unten.
Ihr seht, hier kommt die Zahl und da kommt passend der Fortschritt. Also, jetzt bin ich ungefähr bei, ja, knapp vor Ende. So, ich muss mir mal dran gewöhnen, dass ich den Schalter wieder ausmache. So, wo ist ungefähr die Hälfte? So, da vielleicht. Dann seht ihr auch, der Fortschrittsbalken ist ungefähr bei der Hälfte, ne? Bei 160. Das passt sogar fast mit der Hälfte. So, jetzt kann ich ganz runterfahren, damit ihr auch seht, der Fortschrittsbalken wird einmal ganz voll. Dann einmal den hier wieder ausmachen, was ich ja gerade mal die Z vergessen habe. Und wieder hochfahren. Denn wenn ich beide drücke, soll ja gar nichts passieren. Und dann wird auch der Fortschrittsbalken wieder runtergezählt. Also ihr seht auch relativ einfach, ja, also Werte darzustellen, Texte darzustellen, Zahlen darzustellen und auch irgendwie solche coolen Ladeeffekte, ne? Also wann ist was gefüllt oder irgendwie sowas, was man damit auch immer darstellen möchte. Ja, ich hoffe, damit ist erstmal deine Frage beantwortet, denn bis hierhin soll es auch gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut mal wieder rein.